Hallo ihr Lieben, am 16. Mai. Wir schauen heute in das Krafttier-Orakel und sehen mal nach, ob wir da eine schöne Tageskarte für heute finden. Natürlich hoffe ich wie immer, dass ihr ein Like unter diesem Video lasst und den Kanal abonniert. Kanalabo ist natürlich gratis wie immer. Schauen wir mal, was gibt es denn da für eine schöne Tageskarte? Da ist sie schon. Wir haben die Hummel. Ich zeige euch das mal. Ganz schönes Farbenspiel aus Gelb und Violett. Hier steht, konzeptfrei und uneingeschränkt Visionen realisieren. Das heißt, wenn ihr jetzt an eine Sache herangeht, an ein neues Projekt zum Beispiel, dann werdet ihr euch nicht festklammern daran, wie das ausgehen soll. Ihr lasst das eher offen, ihr denkt frei, ihr habt einen großen Horizont. Das bedeutet, ihr sagt nicht, genau so und so muss es laufen und wenn es irgendwie anders läuft, dann bin ich unzufrieden damit. Nein, ihr sagt, ich bin ganz offen für alles, was rauskommt. Ich fange jetzt einmal an und dann sehe ich, wie es weitergeht. Ja? Also Offenheit. Dann steht hier noch, es gibt kein geht nicht, Unmögliches möglich machen. Ja, das bedeutet, diese Hummel gibt dir die Energie, Dinge anzugehen, von denen du vorher vielleicht gedacht hast, du könntest sie nicht oder du wärst nicht stark genug dafür. Aber das Leben bietet uns normalerweise nur Aufgaben, für die wir sehr wohl stark genug sind. Bleib selbstzentriert, bleib bei dir. Und die Hummel hat natürlich auch die wunderbare Eigenschaft, sie fliegt zu den gut duftenden Blüten. Das heißt, lass dich heute inspirieren von solchen Dingen. Ja? Geh zu den Dingen, die du als schön und angenehm empfindest. Ja? Wenn das zum Beispiel ist, dass du in die Bibliothek gehst und ein Buch liest, dann mach das. Wenn es vielleicht ein heißes Bad oder eine gute Tasse Tee ist, mach das. Oder wenn es einfach ist, dass du dir selber einen Strauß Blumen kaufst, dann mach eben das. Ich wünsche dir ein schönes Tag und bis bald. Baba!